Meine Guten, herzlich willkommen zurück zu Vlogmas Tag 13. Mein heutiger Plan ist, dass ich die Küche auswasche bzw. einfach neu organisiere und aufräume. Und bevor die Geburt wirklich losgeht oder ich nicht mehr so fit bin, so Dinge zu machen, habe ich gedacht, ist es doch perfekt. Ich mache mir jetzt laut Musik an und dann räumen wir gemeinsam auf. Vielleicht motiviere ich dich ja, das auch noch vor Weihnachten zu machen. All of the time we spent together, in our prime we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain, you were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove. Spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain, you were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove. Drei Schubladen sind schon mal fertig und eben oben, da wo die Gläser sind. Ich muss eben auch sagen, dass ich keine Organisationsboxen aus Amazon mir bestellt habe oder so, vielleicht in der Zukunft, aber genau daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Es ist doch schon mal ein Anfang, wenn man auswäscht und das nochmal neu aufräumt. Jetzt kommt der Medikamentenschrank dran. Ja, da ist auch mal wieder gut durchzugucken. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out why. Also ich muss auch sagen, wir haben einfach viel Gruscht und zu wenig Platz. Aber diesen Gruscht brauche ich immer irgendwie doch. Also von daher kann ich ihn nicht weggeben. Das tut richtig gut, mal aufzuräumen. Und manche Sachen sind einfach auch dreckig, falsch einsortiert. Hier ist unser Raclette-Maker, den muss ich auch sauber machen und den benutzen wir ja dann auch bald. Ich bin richtig motiviert. So, nächster Schrank. Und einer der letzten, Gott sei Dank. Weil der Sitzer wartet auf mich und will raus. Hier habe ich übrigens schon Sachen fürs Baby und bin gespannt, ob die zum Einsatz kommen. Auch zum Abpumpen, so eine elektrische Breastfeed-Maschine. Mit dem Thema kenne ich mich einfach überhaupt noch nicht aus, aber es ist cool. Meine Schwägerin hat mir die mitgegeben und ja, gerade wenn ich dann irgendwie vielleicht abends doch mal weg muss in ein paar Monaten, kann es Juli übernehmen. Zumindest der Plan. Habt ihr auch zu Hause so Sachen, die ihr nie benutzt? Ich habe hier mal einen Donut-Maker geschenkt bekommen. Den habe ich nicht einmal ausprobiert. Eigentlich motiviert mich das zu sagen, entweder weg damit oder ich nutze es halt einfach mal.
nicht mehr lange und ich bin fertig. Jetzt habe ich noch zwei Schränke vor mir und muss mich auch ein bisschen beeilen, da im Winter es ja immer früher dunkel wird und Simba auf jeden Fall noch raus muss. Von daher beeile ich mich jetzt ein bisschen. Endlich fertig. Auf jeden Fall sieht es in der Küche wesentlich sauberer aus als davor. Und man kann die Schubladen wieder aufmachen und reinschauen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, bis man sich mal zu sowas überwindet. Boah, gerade bei so einem Wetter dauert es ewig. Und deswegen war ich froh, dass ich es wirklich jetzt durchgezogen habe. Jetzt ist es nur schon richtig dunkel. Es ist 16.05 Uhr. Und ja, dementsprechend ist es eben sehr dunkel. Deswegen gehe ich jetzt raus mit Simba, dass wir nicht ganz in Dunkelheit tappen müssen.